Wie viele Taschentücher? Jetzt machen wir das Paket auf. Für mich ist jetzt schon Weihnachten. Ich hoffe, ihr nehmt es mir nicht übel und ihr gönnt es mir auch. Von Dave und Dominik von Mehr Anzeigen. Und es ist von Robi auch noch, okay? Es ist von Mate Robi, von dem Mod von uns. Es ist von Dave und von Dominik. Das Ganze hatten wir auch schon letztes Jahr mit Geschenken. Wie gesagt, ich habe eine kaputte Tasse, Pfandflaschen, ich glaube im Wert von 4 Euro oder so, und Bettbezug. Und ich bin mir sicher, als Dankeschön kriege ich diesmal was richtig Gutes, auch vielleicht auf Anlehnung nochmal von dem Video von Marc und von Marcel. Vielleicht auch irgendwas ums Handgelenk. Wir werden es sehen. Schwer ist es jetzt schon mal nicht so sehr, muss ich ehrlich zugeben. So, an der Stelle will ich nochmal erwähnen, dass ich jetzt wirklich, man muss sagen, dass es den Jungs auch gut geht, ja. Mate Robi hat von mir auch neulich erst 220 Euro geschenkt bekommen. Also ich glaube, ich kriege jetzt heute, jetzt mal Real Talk, ich glaube, ich kriege heute was zurück. Für alles, was in der Vergangenheit so passiert ist, kann mir auch nicht vorstellen, dass Dominik diesen macht, ja. Also Trash, letztes Jahr war witzig und so, aber dieses Jahr was Richtiges wäre schon Baba. Okay. Es geht los. Mit Toilettenpapier. Okay. Oh no. Oh nein, nein, nein. Nein, Jungs. Nein. Ach nee, nicht schon wieder. Digga. Ey, ich habe einfach schon wieder Pfand bekommen. Dirty. Ach nein. Ey, ja. 50 Cent, 1 Euro jetzt gerade. 1,50 Euro. Bruder, es ist alles mit so Glitzer und so. Hä, wer hat denn da Glitzer drauf gemacht? Oh, was ist das denn? Mit Federn und mit Einhörnern? Hä? Was ist das denn, Dicker? Ey, von wem kommen... Ey, Jungs. Ey, Jungs. Ey, Jungs. Ey, was... Ich schneide deine Videos übrigens für 20% der Einnahmen und du kriegst ein wirkliches Geschenk fürs Brudermelden. Deal. Deal. Bruder, es hört nicht auf. Ich habe sogar noch Augen drauf, Bruder. Die Dose hat noch Augen. Ey, was ist das denn? Bruder, pfandfrei. Pfandfrei. Das ist pfandfrei. Was soll ich damit, hä? Das ist pfandfrei. Sehe ich aus wie Fritz Meinecke, der sowas irgendwo am Flussufer sucht und darauf die nächsten 7 Tage trinkt, oder was? Was soll ich damit? Ey, Mann. Ey, das ist es. Danke, ehrlich. Bruder, wie viel Toilettenpapier ist hier drin? Ey, ihr habt noch ein zweites! Ey, was für ein Idiot! Was ist das denn? Das soll jetzt für mich Weihnachten sein. Ey, Mann. Lass mich raten, es kommt von Mate Robi, oder? Digga, guckt, ey, das ist wirklich unmöglich, aber ehrlich. Sascha. Die letzten 2 Dosen sind draußen. Ja, mein Mauspad ist jetzt mit Glitzer voll. Sehr cool. 3,50 Euro am Pfand schon mal. Und eine Rolle Toilettenpapier. Sehr geil. Wichtig, vor 1 und 2 öffnen. Ich pack meine Pizza. Oh, no. Alles umgeworfen wie beim Bowling spielen. Ey, Mann, hab ich keinen Bock, wieder den abzugeben dieses Jahr. Ihr wisst gar nicht, wie beschämend es war, letztes Jahr Pfand abzugeben. Als Geschenk von den Jungs, ehrlich. Dann gucken wir doch mal rein. Das ist sehr leicht, Bruder. Es ist sehr leicht. Ich glaube, da ist nichts drin. Ihr schickt mir, weil ihr zu faul seid, den Karton zu entsorgen, schickt ihr mir in dem Karton einen Brief. Ich darf auch noch für die Jungs den Müll rausbringen. Es ist wirklich so, ey, seid ihr meine Kinder oder was? Was soll das? Okay, ich lese Fortschritt, okay? Hallo Sashi, wir sind's wieder. Wie letztes Jahr haben wir uns überlegt, dir wieder großartige Geschenke zu machen. Auf süß angelehnt. Was ist eigentlich mit der überteuerten Bettwäsche passiert? Hast du die überhaupt benutzt oder hat Isa die jetzt? Und hoffentlich hast du das Pfandgeld nicht wieder in Zigaretten investiert. Bruder, in welcher Welt kosten Zigaretten 3,50 Euro? Was soll mit der Bettwäsche passiert sein? Nichts, Digga. Nichts. Die liegt noch irgendwo oben. Ich habe die nicht einmal benutzt, weil sie nicht mal meine Größe hat. Wir wünschen dir viel Spaß mit deinen neuen Geschenken und hoffentlich schenkst du uns auch mal etwas. Und nein, mehr Anzeigen zählt nicht dazu. Und Robi hat in 5 Jahren sehr guter Moderationsarbeit lächerliche 220 Euro bekommen. Das ist Cap. Freue dich schon auf nächstes Jahr, denn die Geschenke werden immer schlimmer. Und wo wir schon bei schlechten Nachrichten sind, Mehr Anzeigen hat immer noch keine 1 Million Abonnenten erreicht. Also lasst jetzt ein Abo auf diesem Kanal da. Digga, ihr seid die größten Geier. Einfach das hier noch reinpacken, oder? Grüße Dave, Robi und Dominik. Okay. Robi, ich glaube, ich habe letztes Jahr so auch was bekommen. Plus, du bist immer noch im Casino in Prag, damals im Plus raus. Plus, Dave, du fährst ein zweites Bank ab, okay? Plus, Dave, du hast vergessen, wo du herkommst. Machen wir weiter mit Box 1. Okay, das ist das erste Geschenk. Ich freue mich. Es ist einfach Bescherung für mich, Chat. Es ist einfach Bescherung für mich. Ich könnte auch nicht raten, weil bei den Jungs ist alles möglich. Ey, was soll das mit diesen Federn in bunt und so? Das ist gar nicht weihnachtlich. Was ist das? Also...
Ey, dieses Glitzer ist überall, Mann. Kissen, aber dieses Glitterzeug ist über. Hey Jungs, ehrlich. Ey, über. Ey, das ist wie. Ey, das Kissen ist geil, okay? Das Kissen ist richtig fett. Aber dieses Glitzerzeug ist. Es nervt hart. Und warum habt ihr. Warum hab ich das hier. Warum packt ihr den Müll mit rein? Warum was euch denn mit dem Müll? Also wirklich schon mal vielen, vielen Dank für das Kissen. Das ist von der Optik eine 10 von 10. Kann man eigentlich auch so im Merch-Shop rausbringen, ehrlich. Ey, Mann. Es ist aber auch ein bisschen wie Schnee. Du kennst das Glitzerzeug doch aus dem Strip Club Dog. Ja, stimmt. True. Digga, auch mein Mauspad glitzert jetzt so hart. Ey, Mann. Ey, Jungs. Das ist wirklich, ich hab sogar unter den Klebestreifen, damit es einfach so auch rausploppt und so. Ey, Jungs, das mit dem Glitzer fühle ich halt echt gar nicht. Ich hab extra noch Dominik geschrieben. Nee, Dave habe ich geschrieben. Ey, wenn es die Wohnung. Ja, alles auf die Hose. Ey, das ist wirklich. Ey, Jungs, das ist richtig nervig mit dem Glitzerzeug. Ehrlich, das ist. Maximale Belastung. Es nervt brutal. €4 Pfand. Wieder Unmengen an Toilettenpapier. Und eine Tasse. Okay, sehr gut. Schade, dass ich keine Socken bekommen habe. Ich brauche jetzt anscheinend heißes Wasser. Und das mache ich mal ganz schnell. Abonniert mehr Anzeigen. Das Warten hat ein Ende. Oh, offline und ehrlich. Oha, wie cool ist das denn? Ey, Jungs. Ach, nee, nicht das Motiv, oder? Oh mein Gott. Ah, oh, Bruder. Das ist übel cooler Effekt, aber Jungs. Ja, sehr cool, Jungs. Sehr cool. Da habt ihr aber auch die besten Bilder von mir genommen. Ja, Jungs, was soll ich sagen? Die Tasse ist aber richtig cool. Guck mal, der Henkel bleibt quasi jetzt so dunkel und der Rest wird durch die Hitze halt warm. Also ich muss euch wirklich sagen, ehrlich, das meine ich jetzt Real Talk. Bis auf die Motive da drauf, darüber lässt sich streiten. Es ist, glaube ich, die coolste Tasse, die ich je in meinem Leben geschenkt bekommen habe. Ehrlich. Also vielen, vielen Dank dafür. Und der Wasserkocher, ja, der hat halt ein bisschen was abbekommen beim Kochen. Ey, Dave, Dominik, Ruby, wirklich vielen, vielen Dank für die Geschenke. Sehr lieb von euch. Das Kissen ist wild eigentlich, da kann man nichts sagen. Ich weiß nicht, warum die Motive mit Zigarette, aber trotzdem, vielen, vielen Dank. Danke auch für den Müll, den ihr mal wieder dieses Jahr mitgesendet habt. Danke für 4 Euro Pfand auch. Kissen, Tasse, wichtig, braucht man im Alltag. Pfand eher weniger und Müll auch nicht. Egal. Ach so, noch ein Outro. Okay, Sekunde. Und mal wieder heißt es dieses Jahr. Danke an Dave, Dominik und an Robi. Danke für die Weihnachtsgeschenke. Ich wünsche euch allen da draußen, die das jetzt schauen. Wow, Bruder, fast versprochen. Schöne Festtage. Wenn ihr nicht feiert, wünsche ich euch trotzdem sehr schöne und erholsame Tage. Vielleicht mit der Familie, vielleicht aber auch mit den Freunden auf dem Discord. Im heftigen Zock, im Valorant, im Headglitch 5 gegen 5 Uprank Game in Dia 3. Vielleicht sehen wir uns da auch gegeneinander, falls da jemand eine Sage spielt und absolut wicked drauf ist. Das bin ich. Danke auf jeden Fall auch im Namen von den Jungs für das Jahr. Wir haben noch nicht abgeschlossen, es wird weiterhin Content geben. Wir arbeiten ja noch auf Silvester hin mit weiteren Videos, also da wird noch viel mehr kommen für euch. Big Bar Boo Content, wie ich mir irgendwelche Videos reinziehe. Hätten die Jungs ruhig mal ein bisschen mehr investieren können. Da stimme ich dir prinzipiell zu. Trotzdem, vielen Dank. Ja, ich freue mich nächstes Jahr auf die Geschenke, ehrlich. Passt auf euch auf, bleibt gesund, ja.